Oh Gott, die AT-ATs sind schon vorm Hangar. Ah, im Battlefront fand ich es immer cool, wenn die AT-ATs auch immer davor standen. Oh ja. Alter. Ja genau, dass sein Körper da aufschlägt, dass das dann zur Zerstörung führt, ist auch logisch. Hey cool, die Imperialen sind da. Geil? Okay, dass er jetzt so in Deckung geht, ist übertrieben. So. Das Einzige, was die zerstören kann, sind, glaube ich, die Schneegleiter. Probieren wir es mal so. Wie cool das ist. Das sieht echt cool. Oh Gott, der Pilot sieht sein Ende kommen. Und der hier auch. So, das war's, glaube ich. Genau. Wie öffnet man das jetzt? Ah, okay, es klärt sich schon von selbst. Oh Gott, jetzt wird es aber wirklich interessant, weil Luke hier ist wirklich stark. Er hat zwar noch nichts drauf, aber chemisch ist er schon stark. Cool. Hey, das ist die Imperialen Konkurrenz, wusste ich. Ja, das habe ich schon mal gesagt, aber okay. Der Sack heilt sich. So. Alter, der will frech werden, der Luke. Ja, verkackt man die Quicktime-Events, dann kommt wieder alles von neu. Ich kann es euch zeigen, indem ich den jetzigen jetzt nicht drücken werde. Obwohl, nein, oh Gott, schau, wie viel Zeit wir hier verschwenden. Ich lasse es nicht drauf ankommen. Das hat jetzt ein Ende. Der Imperator hätte einen stärkeren Schiff. Gefallener Luke. Wann hat er bitte in der Cutscene ihm gesagt, dass er den... Hat er gesagt, dass... Das mit seinem Vater? Keine Ahnung jetzt, aber das ist zu verglitscht, seit ich die Grafik runtergedreht habe. Unfassbar, oder? Na jedenfalls, weil er erfahren hat, dass wir Vader gekillt haben, seinen Vater, ist Luke jetzt so voller Hass, dass er der dunklen Seite übergelaufen ist. Naja, ihr wisst ja, Hass führt ja zur dunklen Seite. Alter Luke. Hey, komm, steh nicht so bitte in der Ecke. Scheiße, er zieht mir die Macht ab. Ah.
Alter. Komm schon, lass es zu Ende bringen. Lol, ihn einfach so am Kopf packen. Ja, das war's, das war der Hot DLC und oh mein Gott, ich war glaube zu oft still hier in diesem LP und ja, die Bugs haben mir nicht gefallen, hallo, so sehr habe ich mich nie über Bugs aufgeregt, eigentlich selten und dann hier, wenn man da hinläuft, dann das und das und oh Gott, so viel durcheinander, egal. Ich bin jedenfalls froh, dass ich das in HD aufnehmen konnte und super, mein Telefon klingelt. Geil. Das war's von mir. Ah ja. Keine 7.